Grow-Lampen oder beziehungsweise auf Deutsch Pflanzenlichtlampen ist heute das Thema. So baue ich die gerade momentan. Und das sind die LEDs, die ich dazu verwandt habe. Einmal Royalblau mit 440 Nanometer, Tiefrot mit 660 Nanometer, Ultraviolett so 410 bis 420 Nanometer und halt leuchtend blau so 450 bis 470 Nanometer. Ja, damit wir diese ganzen Spektren, was unsere Pflanze braucht, so halbwegs abdecken können. Natürlich gibt es auch Vollspektrum-LED-Lampen. Da ist dann alles in einem. Aber ich wollte es jetzt mal mit verschiedenen farbigen LEDs machen. Weil da scheint es nämlich vielleicht auch noch einen kleinen Gimmick zu geben. Werden wir mal sehen, aber dazu später. Diese Version jetzt ist mit einem RMF-Charger angesteuert. Ja, auch so ein RMF-Charger geht super für LED-Lampen. Und der Vorteil hier ist, also ich habe an diese ganzen LEDs ein 24-Volt-Netzteil gehangen. Ne? Dann haben die 370 mA gezogen, 400 mA können sie maximal ziehen und haben 660 Lux oder Lumen geliefert. Nach dem RMF-Umbau bringen sie nur noch 606 Lumen, also ungefähr 10% weniger Lichtleistung, dafür aber 30% weniger Energie brauchen sie. Ja, und das ist dann schon gar nicht mal so verkehrt, denke ich, weil was weniger Energie braucht, das wird dann auch weniger warm. Das heißt, der Kühlkörper kann dann auch kleiner ausgelegt werden, da muss dann kein Lüfter hinten drauf gemacht werden. Und es hat noch einen kleinen, feinen Vorteil. Dank dem RMF-Charger ist es jetzt nämlich dimmbar. Ja, volle Leuchtstärke. Und halt weniger voll. Das ist ein schöner Vorteil bei diesen RMF-Ansteuerungen. Natürlich kann man jetzt solche LEDs auch mit diesen LED-Treibern ansteuern, ne, die es da für ein Apple und ein Ei zu kaufen gibt. Für Räume, wo da niemand wohnt, mag das gehen. Aber wenn man jetzt mit der Pflanzenlichtlampe zusammenleben will, ne, hier ist jetzt mein Weltenempfänger. Der ist schon eingeschalten. Hört ihr was? Das ist also weit weg von Gut und Böse. Ne? Also so wie das hier, wie das hier stört, das ist echt nicht mehr feierlich, meiner Meinung nach. Ja, wie gesagt, also für irgendwelche Räume, wo da niemand wohnt, ne, da mag es gehen, die Pflanzen wachsen dann auch, aber ich weiß nicht, ob das bei Lebewesen, die da bisschen anders unterwegs sind als vielleicht hat er auch für Pflanzen irgendwelche negativen Nachteile, weiß ich nicht. Kriegt man dann vielleicht erst in der zweiten, dritten Generation raus, werden wir sehen. Aber bei unserer RMF-Ansteuerung ist es viel, viel weniger. Ne? Ein kleines bisschen ist es immer noch, aber wirklich vernachlässigbar, meiner Meinung nach, im Gegensatz zu der anderen Ansteuerung. Hier haben wir nochmal 220 Volt Lampen, aber extrem krass sind diese LED-Treiber. Also die funken hin und her, das ist weit weg von Gut und Böse. Und jetzt haben wir hier nochmal eine Lampe, die ist an einer 12-Volt-Batterie angeschlossen und wird auch mit einem RMF-Charger angesteuert. Und hier kommt es mir vor, als ob sogar der Empfang verbessert wird. Das ist jetzt ein ganz anderes Pfietschen als mit den anderen LED-Ansteuerungen. Ja, diese Lampe kommt nämlich in ein Altersheim. Ich habe eine
gute Freundin, die arbeitet in einem Altersheim. Die hat jetzt einen Mann kennengelernt, der hätte gern eine Pflanzenlichtlampe, damit seine Pflanzen in seinem Raum auch im Winter ordentlich gedeihen können. Ja, und da ist es mir schon wichtig, ja, dass es eben nicht zu sehr strahlt. Deshalb kriegt der eben eine Luxusversion, ne, mit einem REMF-Charger drauf, dass er es dimmen kann und dass er nebenbei auch schön Radio hören kann. Ne, versorgt wird das Ganze jetzt mit einem stinknormalen 24 Volt Netzteil mit Trafo und dann könnt ihr hier schon mal auf Nummer sicher gehen, dass nicht zu viel rumgestrahlt wird. Ja, wieso ich jetzt hier keine Vollspektrum-LEDs verbaut habe, sondern blaue und rote LEDs, hat folgenden Hintergrund. Ihr alle kennt doch bestimmt die Geschichte mit der blauen und der roten Pille, ne, aus Matrix. Ja, und dank unserem lieben Hans Welder habe ich jetzt den Tipp bekommen, dass in der Schweiz sogenannte Redata verkauft werden. Das sind irgendwelche Plastikplättchen, ein rotes und ein blaues, mit einer kohärenten Oberfläche, irgendwie ganz wichtig. Ist auch nicht gerade billig, das Zeugs, aber jedenfalls die Theorie dahinter hat mich schon zum Nachdenken angeregt. Und zwar wurde da gesagt, dass dieses blaue Licht auf der einen Seite unserer Farbskala ist, ne, und das rote Licht auf der anderen Seite, das sind praktisch die zwei Enden, was unser Auge wahrnehmen kann. Ne? Oberhalb geht es dann hier mit UV weiter, unterhalb geht es mit Infrarotlicht weiter. Was man immer hier drin ist, dann irgendwie gelb und grün und solche Sachen. Aber rot und blau begrenzen irgendwie unser Farbspektrum nach rechts und links. Und jetzt wurde da behauptet, dass unsere Zellen in uns drin ja auch mit Licht funktionieren. Ne? Und über unsere Gene angeblich einen Haufen Erfahrungen von unseren Ureltern, Urureltern und was weiß ich, alles gespeichert ist und wir mit uns rumtragen. Ne? Und manchmal wir gar nicht so richtig wissen, warum wir da Sonderprogramme einschalten, obwohl in der jetzigen realen Welt so gar nichts so richtig passiert ist. Deshalb hat es angeblich Sinn, sich mit seinen vorherigen Leben sozusagen, mit seinen vorherigen Erfahrungen zu verbinden. Und hier speziell geht es darum, den Zellen in uns drin eine Art Spiegel vorzuzeigen. Also ne, so wie wir jetzt hier in stinknormale Spiegel gucken, können Zellen sich auch spiegeln und das würde mit Licht angeblich ganz gut funktionieren. Ja, von daher würde ich schon mitgehen. Ne? Das heißt, wenn man jetzt immer auf rotes Licht oder auf blaues Licht immer drauf guckt, dann kann man diese Erfahrungen, die man da in den letzten Leben erlebt hat, viel besser verarbeiten, weil man ja jetzt mitkriegt, jetzt ist keine Gefahr mehr, ne? jetzt kann das reflektiert werden, jetzt ist alles vorbei, jetzt ist alles safe. Und, normalerweise ist dieses rote und blaue Licht ja in unserem Himmel drin. Ne? Also ist die Sonne und der Himmel, das haben wir ja alles. Aber im Winter sieht es da etwas mau aus, ne? Vor allem hier in den nördlichen Gefilden. Ne, die Südländer haben da wahrscheinlich weniger Probleme, da wo immer Sonne scheint. Ne? Die können sich wahrscheinlich ratzfatz mit ihren letzten Leben in Einklang bringen, wo wir hier im Norden eventuell ein paar Probleme haben könnten, weiß ich nicht. Aber es ging mir so ein bisschen durch den Kopf. Was mir auch noch durch den Kopf gegangen ist, ist das Lucifer-Experiment von 1972. Ich weiß nicht, wie viele Lucifer-Experimente es auf der Welt gab. Ich habe das damals durch den Horst Weyrich mitbekommen. Der hat von einem Melchizedek Truvanolov, keine Ahnung, wie der heißt, erzählt, und da wurde gesagt, dass ein kosmisches Experiment im Jahre 1972 gestartet worden ist, was die Menschheit extrem voranbringen wird. Ja, und bei weiterer Recherche habe ich mitbekommen, dass 1972 in den USA das allererste Mal mehr Farbfernsehgeräte verkauft worden sind als Schwarz-Weiß-Fernsehgeräte. Und wer sich da ein bisschen mit Fernsehtechnik und Farbgebung bei Fernsehen beschäftigt, der weiß ja, dass es da rotes Licht und blaues Licht und grünes Licht gibt. Ne? Die drei Lichter bestrahlen uns da die ganze Zeit. Und ja, da ist es in meinen Augen wahrscheinlich völlig egal, was da für ein Programm läuft. Hauptsache, die Lichter strahlen auf uns ein, damit unsere Zellen ihren Spiegel vorbehalten bekommen. Das würde jedenfalls in meinen Augen großen Sinn machen, ne? Warum wir
Generationen vor diesen Fernsehgeräten verbracht haben. Ja, und deshalb war es auch der Grund gewesen, warum ich diese Pflanzenlichtlampe fürs Altersheim jetzt mit roten und blauen LEDs ausgestattet habe. Ah ja, noch eine kleine Story kam mir da in den Sinn. Ich habe irgendwo mal gehört, mal schauen, ob da jemand von euch eine Quelle noch hat. Ich weiß nicht, wo ich es her habe, aber irgendwie hat sich's bei mir gespeichert, dass wenn dieses Buch der Bücher, ne, die Bibel, in seinem letzten Kapitel ist, ne, diese Offenbarung da herauskommt, ne, und wie geht es denn dann eigentlich weiter? Ne, wie ist denn dann die Fortsetzung von der Bibel, wenn dann alles wieder im Reinen ist und die große Offenbarung die ganze Menschheit heimgesucht hat? Ja? Und da habe ich von einer Story gehört, dass diese ganzen Missionare und Ritter, die da fürs Gute gekämpft haben, ne, ihre Schwerter dann nach der Offenbarung eintauschen gegen Spaten, ne, und Hacke und sowas und anfangen, Pflanzen zu ziehen. Also die Bibelritter von gestern sind die Pflanzengrower von heute, sozusagen. Ich habe eine schöne Story gefunden, es würde irgendwo passen. Auch mit den ganzen anderen Hintergründen, mit Rot- und Blaupille. Ja, und damit möchte ich euch dann mal ein bisschen alleine lassen, mal ein bisschen drüber nachdenken lassen. Und vielleicht ist ja was dran, vielleicht aber auch nicht. Aber zumindest als LED-Ansteuerung geht diese REEMF wunderbar. Und, ach ja, nee, das muss ich jetzt auch noch sagen. Ganz am Ende, es klingt vielleicht ein bisschen verwirrend, aber mir sind viele Gedanken durch den Kopf gegangen hierbei. In dem Moment, ne, wo praktisch die Frequenz dieses Lichtes das Magnetfeld bestimmt, was hier in dieser Spule hin und her geschaukelt wird, dann ist hier die Möglichkeit auch gegeben, bei dieser Version, dass elektromagnetische Felder von außen Einfluss haben auf die Frequenz. Ne, was bei so einer stinknormalen Lampe überhaupt keinen Einfluss macht, weil da die Frequenz fix ist, ne, wird man dem kleinen Taktgeber vorgegeben, 50 kHz oder 500 kHz, wird immer drauf getakt, da ist es wurscht, was rundherum für Felder sind, ne, aber hier können Felder von außen auf die Frequenz mit einwirken. Ne, und wenn wir sowieso feinstoffliche Geisteswesen sind, dann würde ich mal sagen, lassen wir die Feinstofflichkeiten mal in unsere Systeme mit rein. Ne? Vielleicht hat es ja irgendeine Auswirkung drauf, mit welcher Frequenz diese Lichter hier vorne unsere Zellen dann beleuchten. Vielleicht. Gut. So, das war es aber erstmal wirklich genug. Bis später.